Mangusten, Familien, wenn die aufeinandertreffen und sich angreifen, dann sterben die bis in den Tod. Das Sterben stimmt. bis in den Tod rein. Als uns kalt wird, dann ist warm. Schön. Eine vaginaartige Kammer am Unterleib des Weibchens. Das ist ein sehr gutes Einstiegsstatement. Hallo. Na? Wer von euch hat auch eine vaginaartige Kammer? Ich! Schön. Hallo. Schreibt's in die Kommentare. Totgeglaubte leben länger, so wie dieser Podcast hier. Ich weiß gar nicht, wie ich den einleiten soll. Zwischen Tieren. Hummer lassen alle Hüllen fallen. Ja. Ey, komm, cool. Tinko hat wenigstens aus Mitleid gelacht. Ja. Das war eine lustige Formulierung. Danke an Sulfang fürs Kaufen dieses Hörerwunschs, der jetzt bereits einige Wochen auf Halde liegt. Entschuldigung dafür, aber Tino war krank, ich war krank und wir haben beide keine Lust. Ja, Thema ist scheiße. Nein, das Thema ist natürlich super. Langusten oder Mangusten. Das ist ein unerbittlicher Kampf und als allererstes habe ich festgestellt, Langusten sind weder lang noch sind Mangusten Männer. Was ist da los? Wie? Aber nicht gut benannt. Beide Megusta. Gefällt dir? Mhm. Du dummer. Ja, also heißt Gustemann oder was? Weil du nee, das heißt, like heißt das. Ah. Megusta. I like. Gibt's auch Kurzgusten? Nee. Das werden wir rausfinden. Also Leute, ja, ihr seht schon, es ist ein bisschen ein kontroverses Thema. Ja, wir hatten ja hier so viele Sachen schon, wie Pokémon, ja, oder Dion und Memes, ja, wo man wirklich... Stundenlang. Ganz, ganz alten Schinken gewesen. Ja, stundenlang drüber reden kann. Und jetzt haben sich, ich glaube, aufgrund von einer Diskussion es war nicht in der Oase, es war in irgendeiner Telegram-Gruppe, wurde diskutiert, ob denn nun Langusten oder Mangusten besser sind. Das eine sind so Wildkatzenviecher, das andere sind so Krebsviecher. Ja. Und deswegen sitzen wir jetzt hier zu viert, weil das ist ein so großes Thema. Das können wir gar nicht erfassen als zwei Podcaster. Wir brauchen für mindestens vier Personen, vier Gehirne, um dieses Thema überhaupt auch nur im Ansatz... Vier Personen, drei Gehirne. Genau. Ich kling mich raus. Langusten sind übrigens eine Zehnfußkrebsart. Mhm. Zehnfußkrebse. Ja, die haben nicht keine Schere. Im Gegensatz zum Hummer. Denn die haben eine Schere oder zwei. Jetzt müssen Schere. Wir aber mal wirklich Nägel mit Köpfen machen. Das ist natürlich hier ein unerbittlicher Kampf. Ja, das ist wirklich so ein kontroverses Thema. Das hat die Welt seit Katar nicht gesehen. Mhm. Und da haben ja auch die Leute gesagt, naja, Katar ist ja gut, aber Krebse sind besser. Aber dieses Thema spaltet die Nation, muss man so sagen. Wir müssen darüber sprechen, heute endgültig klären, was besser ist. Langusten oder Mangusten. Ich sag's, wie es ist. Ich habe einen ganz kleinen Favoriten. Als ich anfing zu recherchieren, dachte ich noch, naja, wird unentschieden werden, aber wenn je tiefer du in die Recherche einsteigst, und die ist bei einem von den beiden nicht sehr tief, was man herausfinden kann. Weil die an Land leben. Dann wird's klar, dass es nur ein Team geben kann, was gewinnen kann. Mhm. Mangusten gegen Mangusten. Mhm. Wir können mal von drei runterzählen und dann sagt jeder, in welchem Team er ist. Okay. Eins, zwei, drei. Mangusten. Sehr gut. Dann bin ich halt, ich habe halt gar nichts gesagt, dann bin ich also Einziger, der das Team Langusten einnehmen muss. Ich habe nur Angusten gesagt. Ach so. Ich habe Anhusten gesagt. Auch schlau. Nee, ich hab Mangusten gesagt. Ich bin Team Mangusten. Willkommen im Team. Echt? So, auch, ja? Und Mangusten sind die Katzenviecher, richtig? Robin hat sich richtig gut vorbereitet. Ja, ich wollte ja live recherchieren, da war ja noch gar nicht eingeplant, dass wir hier zu viert sind. Live, ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich habe mich zum Beispiel mit Joseph Banks, Richard Dawkins, Ernst Haeckel, Theodore Swan, Julian Axley unterhalten. Julian Axel. Führende Biologen mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Und deshalb ist meine Quellenaufbereitung die beste. Unter anderem haben die sogenannten Langusten ein festes und doch zartes Fleisch. Mhm. Ist das relevant beim Essen oder auch bei was anderem? Das ist, wenn man die essen möchte, denn die sind bei Gourmets außerordentlich beliebt und haben unter anderem ein nussig-würziges Aroma, eine dezente Süße und leicht knackige Konsistenz. Aber nur, wenn der Schwanz gekrümmt ist. Ganz wichtig, kräftiger Schwanz der Langusten. Er sollte immer leicht gekrümmt sein. Langusten, deren Schwanz ausgestreckt ist, sind auch im gekochten Zustand nicht mehr genießbar. Gar nicht mehr. Ich finde dafür, dass sich dieses Wesen nicht interessiert, bist du ganz schön gut informiert. Eben, ich habe mich bei dir informiert. Man könnte sagen, du bist geschmiert.
Nee, ich habe mich über beide informiert und weiß deswegen, was besser ist. Und Langusten, über die kann man fast nichts rausfinden. Ihre eigenen. Ja, aber das ist doch geil, so ein mysteriöses Wesen, nee. Alter. Nein. Ja, überleg doch mal, alle Landtiere sind doch hinlänglich bekannt. Das ist doch übelst langweilig. Im Marianengraben, was da noch alles kreucht die sind, und fleucht. Die sind nicht tief, die leben in irgendwelchen Küsten, die steinig sind. Na, ja, aber unterhalb der Gezeitengrenze. Das ist ja einfach klar, weiß man ja allgemein wissen. Aber ich meine. Kommen die hoch, wenn der Mond scheint? Nee, wenn der Mond in dein Ghetto kracht. Ach so, ja, da hast du jetzt zu lange gebraucht. Weil wir überlegen, ob du einen zweiten Boden hast in deiner Frage, aber da war keiner, oder? Na doch, weil Gezeiten. Also. Die einzige Errungenschaft von Langusten sind, dass man sie essen kann. Naja, nee, das so. Sind, die sind ja... Das ist ja jetzt auch wirklich, das ist jetzt die grundlegende Frage, wonach richtet man sich jetzt? Ich finde, wir sollten am Ende wirklich einen Konsens haben. Wonach richten wir uns, was besser ist? Also für Tino kann ja das Essen nicht so relevant sein, ob jetzt Langusten oder Mangusten besser schmecken. Man kann beides essen prinzipiell, aber ich sag nur, das Einzige, was sie halt drauf haben, man kann Mangusten unter anderem essen, aber man kann Langusten eben nur essen, so sonst sind die halt nichts fähig, während Mangusten eingesetzt werden als Schlangenkämpfer. Denn die kann man nämlich einsetzen, wenn du eine Schlangenplage hast, dann kämpfen die gegen Schlangen. Es gibt sogar Schaukämpfe in afrikanischen Staaten, wo es Mangusten gegen Schlangen gibt. Meistens gewinnen die Mangusten. Aber wenn ich mir so ein Viech hier anschaue, Alter, das ist doch übelster... Also, ne? Languste. Mhm. Leute, merkt euch, das ist jetzt relevant für den Podcast. Languste ist das Unterwasservieh. Ja? Wenn das deine Katze da anfickt, Alter, da sieht die kein Land. Und Tino wird jetzt vielleicht sagen, die Languste hat vielleicht keine Schnapper, keine Riesendinger, Zangen. Nee, Scheren. Scheren, dankeschön. Lernmaschinen. Aber bei Gefahr versuchen sie mit ihren harten, langen zwei Antennen zu schlagen. Sie versuchen es, ja. Das ist eine tolle Fähigkeit. Ne? Und die ballern nicht damit der... Ist das wie Rute bei Pokémon? Wahrscheinlich. Mhm. Man muss auch festhalten, dass Mangusten dafür verantwortlich sind, dass gewisse Tiere ausgestorben sind. Die haben die zu Tode gemobbt bestimmt, oder haben die sich umgebracht. Das hat eine Langusten noch nicht gemacht, ja, aber das ist kein Minuspunkt, denn die Mangusten wurden nämlich einfach nur in Europa eingeführt, um Rattenplagen zu vernichten. Aber was ist passiert? Natürlich weiß man ja eigentlich, Ratten sind nachtsaktiv, Mangusten sind tagsaktiv, die haben sich also gar nicht getroffen. Währenddessen haben die Mangusten einfach irgendwelche Vogelarten und was war es noch? Oder andere Arten halt gefressen. Ich muss ganz kurz raussuchen, was haben sie noch gefressen? Aber jetzt ganz Vögel kurz, während Tino hier guckt, das ist auch eine Languste, wie riesig das Vieh ist. Die können schon bis zu 85 cm lang werden. Das ist doch übelst mächtig, Alter. Und 8 Kilo schwer. Also jetzt ganz ehrlich, stell dir mal einen Film vor, ja, über so ein Vieh, das wäre ein richtig geiler Horrorfilm. Finde ich eklig, ja. Ja, eben, übelst geil. Stell dir mal vor, einen Film über so eine Katze, wow. Gibt's einige. Garfield. Ja, langweilig. Bitte? Ja, Garfield ist nicht das beste Beispiel, aber es gibt Cats, das Musical. Gibt's etwa Langusten, das Musical? Cats, nein, das Musical mit dem fetten hier, ne? Alter Hieronymus. Nee, hier, der komische, den alle hassen, Mann. James Corden. Ach so. Ich kenne die hier, nicht die Namen. Ne? Und so. Das ist halt ein Flop gewesen. Sie haben Leguanarten und Vogelarten zum Aussterben gebracht, aber nur, weil sie halt eingebürgert worden sind nach Kroatien und Italien zum Beispiel, wo die halt einfach nicht sein dürfen. Ja. Und deswegen hätten sie nicht gemacht, wenn sie von sich aus in ihrem Habitat geblieben wären. Ja, aber wenn du jetzt in Langusten irgendwo einbürgern würdest, auf Mount Everest oder so, dann würden die wahrscheinlich auch alles kurz und klein hacken. Ja. Glaube ich nicht, die haben einfach keinen freien Willen. Die würden gar nicht überleben an anderen Gewässern, weil die ja auch auf ihr Gewässer spezifiziert sind. Ich weiß gerade nicht, welches von beiden das war, Salz- oder Süßwasser. Weil das sind sie wenn sie so. In Gezeiten leben, wohl doch eher Salzwasser. Okay, das kann sein, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Merke ich, Tino, sonst wärst du schon hochauf begeistert auf diese Tiere. Aber weil einen Joker habe ich noch, den zünde ich erst später. Okay. Oh. Aber Langusten können wenigstens 100 Jahre alt werden, das muss man ihnen schon die sind gute halten. Die können uralt werden, dem kann ich nur beipflichten, das ist korrekt. Unter anderem leben die ja in kleinen Höhlen, in diesen Steinen. Mhm. Und die haben, die werden ganz schwer nur gefunden, ich meine, Mangusten findet man ja allerorts. Ja. Ne? Aber die werden relativ schwer gefunden. Die erkennt man nur daran, dass ihre Antennen rausgucken. Und wenn die nachts rauskommen, machen die übrigens nachts, die hätten die Ratten fressen können, ne? Hätte man die einfach. Glaube ich nicht. Dann gehen die auf Nahrungssuche und essen Dinge wie Fleisch und Aas, wie zum Beispiel Schnecken, Muscheln, Seesterne und ähnliches. Mhm. Und dann ziehen die sich zurück in dieselbe Höhle wieder. Und die gehen so 200 Meter Radien ab in 4 Stunden, dann gehen wir zurück in ihre Höhle. Das heißt, sie haben einen sehr guten Orientierungssinn. Das ist beeindruckend, verstehe ich, aber sind denn Langusten auch heilig, wie die Mangusten in Ägypten? Ach, heilig, aber das ist doch,
Das ist doch Fantasiewelt, was du hier als Faktum anbringen möchtest. Das waren sehr kluge Menschen in Ägypten, genauso wie in Indien. Auch da sind teilweise in manchen Kulturen die Magusten heilig gesprochen. Ja, gut. Ich google immer. Ich spreche die jetzt als Hurensohn nicht, oder? Heilige Manguste. Heilige Manguste. Ja, was machen die da jetzt? Die wurden angebetet. Ich habe hier noch keine Mangusten-Bildersuche offen. Ich gucke mir immer noch fasziniert diese Viecher an. Die sind eklig, aber guck mal nach Mangusten. Und 90% einfach essen. Ja, aber das ist doch... Eben, google mal Langusten. Was kommt? 1000 Rezepte von Langusten. Google mal Mangusten. Geile Geschichten, wie die halt welche Schlangen töten können und so als Schlangenabwehr. Ich weiß nicht, ob die Staatsflagge... von Tristan da Cunha kennt, aber da sind unter anderem zwei heilige Langusten drauf. Aha. Ich sag's ja nur. Die Stratz-Stratz was? Von die Stratzi-Fatzi-Schnatz. Die Stratzi-Fatzi, ja, ja, von Tristan da Cunha. Ja. Das ist schon geil. Ich glaube nicht, dass Langusten in der Lage sind, Warzenschweine von Parasiten zu befreien. Das machen sie nämlich. Wie bei Timon und Pumba suchen sie nämlich Langusten, manchmal auch irgendwelche Partner in Form von Wildschweinen. Und pflegen die und fressen die Parasiten auf. Ja, und Langusten brauchen keine Partner. Das sind richtige Edgelords des Ozeans. Eben weiß ich, guck dir doch mal an. Die sind vielleicht nicht mit Scheren ausgestattet, aber guck mal, wie gefährlich die aussehen. Die brauchen gar keine Scheren, weil sich die Feinde alle einscheißen. Ja, das, aber untereinander sind sie doch sehr, sehr gesellig und sehr partnerisch. Das ist nämlich ganz witzig bei Langusten. Mhm. Die haben sehr, sehr viel Körperkontakt. Und wenn sie im Winter in den Süden ziehen, denn das machen die auch unter Wasser, weil das Wasser ist ja dann wärmer, dann gehen die bis zu 240 Kilometer oder so, nee, 120, gen Süden. Aber das ist so ein ganz süßes, skurriles Ritual, denn die gehen so die vordere, also die halten sich immer so mit ihren Antennen am Vordermann fest, weißt du, und krabbeln dann so entlang. Am außer Vorderlangust. Ja, außer schon süß. Es gibt unter den jungen Langusten manchmal das Phänomen, dass welche so Außenseiter sind, die dürfen nicht mitmachen. Und das ist ganz verrückt, weil pass auf, das liegt nämlich daran, dass die ein Virus haben. Die Jungen. Corona oder was? Corona oder kommt was? Kommt das nächste jetzt hier. Dass sie nicht Maske tragen. Nee, aber wirklich, die Langusten haben so einen guten Geruchssinn. Die erkennen, ob Artgenossen krank sind und stoßen die schon aus. Und die sterben dann auch meistens, die Ausgestoßenen, an irgendwelchen Viren oder so. Oder die sterben deswegen, weil sie ausgestoßen worden sind. Nee, das hat in einem Labor wurde das nachgewiesen, dass die Vireninfizierten ausgestoßen werden. Und dadurch keine Epidemie ausbricht. Wessen Labor, hä? Trosten oder was? BioNTech? Das ist Bill Gates? In Trosten sein BioNTech-Labor. Bill Gates entstanden, ja. In Wuhan. Alles auf derselben. Auch Mangusten sind soziale Tiere. Auch die leben in Gemeinschaft. Ah, ganz kurz, eine Sache noch ganz wichtig. Dieses Verhalten bezeichnet man als selektive Asozialität. Ja. Wie in Schöndorf. Das ist ein Argument, oder? Dass da nichts selektiv ist. Das machen die Störche ja auch so, dass sie ihre infizierten Wänste aus dem Gehege werfen, damit die anderen überleben. Das machen alle Tierarten, guckst nichts Besonderes. Nein. Zum Beispiel Snowflakes. Nein, guck mal, Störche sind dafür bekannt, dass sie ihre virusinfizierten Viecher einfach über Bord werfen. Und die vergöttern wir als der Klapperstorch bringt die Tiere. Ja, halt, aber die Langusten. Also nicht. Die Langusten haben Qualität. Würde ich nicht sagen. Was ich aber sagen würde, ist, dass auch Langusten soziale Wesen sind, die sie auch in Schichten einteilen. Und nachts quasi Wache halten, damit der Rest ihrer Familien in Ruhe schlafen können. Und die wehren dann auch durchaus Greifvögel ab und Schlangen. Das heißt, ganz oft schaffen die es, ihre Gegner zum Aufgeben zu bringen. Ja, das muss man ja nicht machen, wenn man einfach in der Höhle wohnt. Wie ist die Langusten, meinst du? Ja, die machen das halt schlau. Die müssen sich nicht eben übelste soziale Konstrukte überlegen. Nein, Langusten, die wohnen halt in warmen Grasgebieten. Da gibt's halt nicht so. Das ist halt wie die Amis, die sich so billige Papphäuser bauen und dann wundern, dass der Tornado die wegwedelt. Wenn die einfach stabile Häuser bauen würden, weißt du? Das brauchen die überhaupt nicht. Es sind sozial, die Viecher, nicht asozial wie hier die Langusten. Selektiv asozial. Ja, selektiv, das ist ein Unterschied. Aber immer noch asozial. Naja, aber ich habe ein gutes Totschlagargument. Guckt euch das mal an. Okay. Hier ist ein kleines Kind in einem Langusten, vielleicht ist es auch ein Hummer. Das ist ein Hummer. Vielleicht ist es auch Hummer, aber das kam bei meiner Bildersuche von Langusten. Also, die schmücken sich mit fremden Federn, weißt du? Ich google jetzt mal nach Mangustenkostüm, mach ob mal. Da was kommt. Das ist garantiert. Mangustenkostüm. Ja, der wird aber Mangusten auch als Speisen verwendet in afrikanischen Staaten. Ja, die wissen doch, was gut ist. Oder eben als Haustiere, können aber eben auch die Tollwut übertragen. Das ist ein Minuspunkt. Ja, das können unter anderem Langusten nicht, ne? Das vielleicht nicht. Ich habe noch nie eine Languste mit einem schaumigen Maul gesehen. Was ist das denn? Das ist eine Muräne. Okay. Ein Muränenkostüm. Also manchmal ist die Bildersuche etwas eigenartig. Aber da ist eine Manguste. Das Erdmännchen. Aber das ist doch nicht Mangusten. Das. Echt? Ja. Hat sich Stressi richtig hier informiert? Es ist exakt das gleiche. Ich dachte, die sind verwandt.
Erdmännchen sind Mangusten. Manguste ist irgendwie der Überbegriff und da gibt es ganz viele verschiedene Arten darunter und Erdmännchen zählen zu den Mangusten. Guck. Ja, dann muss ich jetzt das nochmal überdenken. Timon und Pumba, oder? Ja, Timon ist schon ein geiler mein Typ. Spirit Animal. Ich habe ja auch schon im Rostocker zu Erdmännchen gesehen und ich auch. Die sind schon auch cute, ne? Mega. Und dieses Meme auch hier, wo der das sich so umdreht. So. Aber da muss ich jetzt fast sagen, ist das ein bisschen cheaten, weil Langusten, ist das eine spezielle Tierart? Jawohl. Oder ist das auch eine Überart? Langusten es gibt doch verschiedene Tierart. Langusten. Naja, weil das klar, ist ja dann auch regional ausgeprägt in verschiedene Arten und Weisen, das ist schon richtig. Also verschiedene Unterarten. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich der Überbegriff wahrscheinlich Krebse wäre oder so. Während hier der Überbegriff halt Manguste ist. Das ist halt so schon ein bisschen gecheatet jetzt, gell? Naja, aber nee, ist es nicht. Also das war der Ausgangspunkt des Brennpunkts. Ich meine, wenn wir jetzt ein Büro mit einem Gebäude vergleichen, ja, kann man ja auch sagen, ist eine Teilmenge. Na, schon nicht ganz, das, aber... Ja, das ist dann halt schwierig. Genau, aber wäre es einfach, dann müsste sich Sulfing ja nicht wünschen. Und es sind vor allem Säugetiere, Mangusten. Die haben eben Platz in meinem Herzen. Ich finde Fische und so richtig eklig. Ich mag keine Fische und Fischarten. Ist das Rasse? Wie heißt das? Spezizismus. Ja, das ist selektiv. Ja, Langusten sind auf jeden Fall Kaltblüter und jetzt würde ich ganz kurz nochmal auf die Paar. Kaltblütig, guck. Wie ein Mörder. Wie ein Mörder, ja. Übrigens, wir können nochmal ganz kurz auf Lindner eingehen. Der hat ja gesagt, dass. Ich finde, wir sollten kurz einen Ausflug machen Richtung Christian Lindner, wo es gerade okay, um kaltblütige Mörder geht. Ist okay, wir müssen nämlich eine Stunde füllen. Sehr gut. Und zwar, was hat er gesagt, Stressi? Er hat gesagt, wir sollen geistig... Wenn wir Feuerwerkskörper kaufen, sollen wir und die erzünden, sollen wir damit vorsichtig sein und all das, weil dann muss man auch nicht übers Böllerverbot reden. Mit Bedacht Böllern oder so. Exakt. Das ist ein Thema für sich, Böllerverbot. Ich bin da echt dafür. Anyways... Es geht um das Argument, das ich witzig finde, weil ich finde, wenn Mörder mit dem Wortwaffe ein bisschen bedachter umgehen würden, dann müssen wir auch nicht über Mordverbot nachdenken. Das stimmt, ja. Hat er recht, Herr Christian. Die FDP hat immer die besten Vorschläge, muss man sagen. Ich finde, man kann da Witze machen, aber warum nicht drüber diskutieren, meine ich glaube, es ist leichter, Mangusten zu töten, als Langusten. Aber dafür killt man mehr Langusten, schätze ich. Mhm. Ja, die werden mich vor Holocaust hier, die werden mich... Einweise wecke. Ja, schon alleine deswegen müssen sie ja hier einen höheren Stand bekommen, oder? Als Schutz, so als... Ja. Um das wieder auszubalancieren. Der Brennpunkt ist ein Safe Space für geschlachtete Langusten. für holocauste Tierarten. Ich finde, wir sollten auch mal eine Languste essen, einfach in Gedenken an die gestorbenen Langusten. Wir sollten gar keine Tiere mehr essen, weder Mangusten noch Langusten. Dann sind sie wieder auf einer Ebene. Aber jetzt mal wirklich, da muss ich jetzt ehrlich sein, du hast jetzt diese beiden Tiere vor dir. Ich hätte sehr viel mehr Skrubel, dieses katzenähnliche Erdmännchenvieh zu töten, als dieses Krebstier. Weil du mehr Empathie für die entwickelst. Weil ein Säugetier. Ja, nee, ich weiß nicht, ob es wegen Säugetier ist, sondern weil das eine halt so ein laufender Chitinpanzer ist und das andere halt irgendwie so ein fälliges Ding. Ich glaube, du hast da vor Ort, wenn du anfängst, dass es als Mensch auch ein bisschen unähnlich ist. Und wie sagt man so schön, dass der Bauer nicht frisst, isst er nicht. Ja, ja, ja. Das Geile am Augusten ist, die sind sogar immun gegen viele Gifte und können sogar Skorpione fressen und sterben daran nicht. Ja, dann kann ich ja eine Mordmethode schon ausschließen. Also, ja. Es ist auch eine Superkraft. Das haben Langusten nicht. Langusten können aber Schnecken, Muscheln, Seesterne und Ähnliches essen und sterben nicht. Wow, das kann ich auch. Na, mach. Siehste. Und wenn Langusten so Käfer, Insekten fressen, die sehr hart sind, schmeißen sie die so lange vor eine Wand, bis sie aufbrechen. Okay, das ist cool. Voll smart, das ist clever. Das ist wie die Krähe. Die ihre Walnuss auf die Straße schmeißt, bis ihr Auto drüber fährt. Mhm. Das ist auch smart. Voll angepasst. So mache ich das immer mit meinen... Ja. Ich lasse es. Aber während wir uns hier echt uneinig sind, sind wir uns hier beim Merci sehr einig, dass diese grünen Haselnussdinger die unbeliebtesten sind. Hatte ich schon. Echt, ja? Was, welche? Die grünen. Die Standarddinger. Die mochte ich ganz gerne, bevor ich das nicht mehr aß. Also ich finde die auch mittlerweile am langweiligsten. Als Kind dachte ich immer, die Grünen gehen am besten rein. Ja, gehen sie auch. Aber nee. Dann esse ich mal rein, das Prinzip jetzt so ein grünes. Iss mal. Immer rein. Ihr seht das auch hier mit Liebesspiele unter Wasser. Was guckst denn du jetzt hier schon wieder, Herr Rodes? Hummerporn. Und die haben Sex vor allem, Mangusten. Die machen richtig Sex mit so Pimmel, Vagina und so. Ja, aber ich würde gerade auf Paarungsverhalten eingehen. Mhm. Ich bin ganz verrückt. Das Männchen führt nämlich
das zu kleinen Ruten umgebildete erste Hinterleibsbeinpaar in eine vaginaartige Kammer des Unterleibs des Weibchens ein. Mhm. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber das Geile ist... Was, sein Hinterbein ist umgebaut zu einer Rute? Oder was stand da? Kleinen Ruten umgebildete erste Hinterleibsbeinpaar. So, das ist ja, was ist das, ein Achtfüßler auch? Ey, keine Ahnung. Und die ersten, die letzten beiden Beine sind Ruten und da kommen dann auch Sperm raus, oder was? Ja, genau. Aus seinen Zehenspitzen. Und das Geile ist, die häutet sich vorher, die weibliche Languste. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird das dann auch irgendwie gegessen. Findet dann auch irgendwie statt. Und dann gibt es so richtig viele Eier, die dann halt legen, so tausende von Eiern. Mhm. Oder die nächste Generation rausschlüpft. Tja, da brauchst du nicht Säugetier sein, wenn du tausende Eier hast. Das ist schon ziemlich cool. Aber dafür sind Mangusten ganz schön Spezialisten. Ich habe gelesen, die Aufgaben einer Gemeinschaft sind nicht strikt verteilt. Jedes Tier darf sich an unterschiedlichen Aufgaben versuchen. Und im Laufe der Zeit zeigt jedes Tier der Gruppe seine individuellen Stärken und empfiehlt sich selbst als Spezialist für seine Lieblingsaufgabe, die sehr ernst genommen wird. Was machen die da? Cool? Stehen die da am Schreinern oder was machen die da? Ja. Ja, die einen, die sammeln Fressen, die anderen, die sind Wächter. Ja, und Aufgaben. Da hört es dann auch langsam auf, oder? Kinder hüten. Drei. Das sind ganz verschiedene Sachen. Ganz verschieden. Und es gibt auch ein gewisses Prinzenpaar, die sich um die Aufzucht der Jungtiere kümmern. Zwei Prinzen dann oder wie oder was? Den Prinzen, also wahrscheinlich Prinzessin und Prinz wahrscheinlich. Hm. Finde ich aber nicht gut, dass das dann nur Prinzenpaar heißt. Das stimmt. Das ist aber die Schuld von Magusten.info und nicht meine. Aha. Gibt's auch Langusten.info? Das muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht. Das spricht für die Manguste. Muss ich jetzt meine Lanze brechen. Siehst du? Die Languste vorher geschreinert hat. Ja. So, Magusten.info. Wenn ihr Infos wollt und weiter euch beschäftigen wollt mit Mangusten, dann kann ich nur Mangusten.info empfehlen. Was kannst du empfehlen als Quelle für Langusten? Wikipedia oder nee, ja. Speisekarte bei Nordsee? Ich war unter anderem auf Wikipedia, um zu gucken, aber so viel steht da gar nicht. Das weiß ich. Ich wollte jetzt mal irgendwie sehen, quasi alle Unterordnungen. Die Gattung Mungos umfasst zwei Arten, die Zebra-Manguste, Mungo und Gambia-Manguste. Das Erbmännchen oder Surikate ist durch sein Leben in Kolonien bekannt, bla bla. Was steht denn jetzt hier noch? Ich-Neumon. Der Ich-Neumon oder der Melon. Im engeren Sinne ist eine Raubtierart aus der Familie der Mangusten. Das ist eine große Familie. Er vertritt den Mungo in Afrika und ist außerdem als einzige Manguste auch auf europäischem Boden heimisch. Mhm. Mangusten haben Ehre. Mangusten sind ausgesprochen wehr und standhaft und verteidigen die eigene Sippe bis aufs Äußerste. 3 Ausrufezeichen. Das steht da. Also ich habe hier gerade was geöffnet. Was machen Mangusten bei Gefahr? Und da steht da nur nicht ausgestorben. Das reicht aus. Wir müssen den nicht machen. Ja. Was machen Mangusten also bei Gefahr, Tino? Ja, die sterben halt nicht. Sprechen die sich ab da mit ihren Schreinerarbeiten und sagen, hier, es gibt einen da oben, schnitz mal schnell ein Messer. Nee, es gibt einen da oben, der halt auf dem Baum steht oder auf dem Baum und dann halt alle warnt, da verstecken die sich. Wie warnt er die? Von den Feinden. Na, rennt dann runter und warnt die. Wie denn? Sagt er dann, Alarm. Alarm. Da gibt's schon eine Sicherheitssystemvorkehrung bestimmt. Aber die kenne ich nicht. Hm. Aber ist schon geil, wie die aus ihren Löchern rausgucken, muss ich sagen. Das ist süß, ne? Sind das auch die gleichen Viecher, die man kaputt haut bei diesem Spiel, wo man mit dem Hammer auf die Löcher drauf haut? So verschiedene Varianten. Wie heißt denn das? Hit. Whack-a-Mole. Whack-a-Mole. Ein Mole ist ja ein Maulwurf, ja. Na gut. Und es gibt sogar ein Fahrrad, was nach Mangusten benannt ist. Wow. Heißt das zufällig Mangustrad? Der amerikanische Hersteller Mongoose stellt Teile für BMX-Räder und Mountainbikes her. Die Namenswahl sollte sicherlich die Agilität der Mangusten auf die eigene Produktpalette übertragen. Mhm. Ist das nicht geil? Ja, Agilität. Ich weiß nicht, also wenn es jetzt so... Es gibt ja, früher gab es immer so Kartenspiele, gibt es bestimmt heute auch noch, ne? Wo man so verschiedene Autos zum Beispiel hat, die gegeneinander antreten mit Hubraum und PS und so. Und wenn wir jetzt so ein Kartenspiel hätten mit Tieren, ja, und da wären Langusten und Mangusten drauf, was würde da gewinnen? Also zum Beispiel Langusten hat ja auf der Habenseite schon mal größer, ja? 85 Zentimeter gegen irgendwas, 50 oder so maximal, hier 57, ja? Von mir aus. Das ist jetzt schon mal ein Punkt für die Langusten. Auf Größe kommt es nicht an. Das ist egal. Bei diesem Kartenspiel kommt es darauf an.
So, was steht da noch drauf? Gewicht wahrscheinlich. Gewicht 2,6 Kilo sehe ich jetzt beim Ich Neumon. Na, gucken wir doch mal, was hier so eine Languste wiegt, Tino. Das ist überhaupt nicht wichtig. Natürlich. Languste, Gewicht. Da guckst du gleich blöd aus der Wäsche. Bis zu 6 Kilogramm. Die kannst du mit ins Fitnessstudio nehmen. Da wärst du ein ziemlich cooler Typ, wenn du da im Fitnessstudio wärst. Ja, ich habe hier gelesen, dass Languste auch 8 Kilogramm werden kann. Echt, ja? Mhm. Ui. Treffen wir uns in der Mitte bei 7, ist trotzdem sehr viel mehr als dein Fieber. Bei der Bundeswehr gibt es auch Panzer, die so benannt sind nach Mangusten. Der Mungo nämlich. Hm. Der wurde sogar in Afghanistan eingesetzt. Okay. Und Briefmarken mit Mangusten. Solange wir keine Mungos sind. Es gibt Mangusten-Briefmarken. Gibt es auch Langusten-Briefmarken? Habe ich hier gerade welche offen? Oh, tatsächlich. Na gut. Langustepreis, guck mal. Kann man die schön kaufen bei Lobster King. Gibt's auch Manguste King? I guess not. Guck mal, da kostet nämlich das Kilo 67 Cent. Euro. Euro. Und das schon im Angebot. Und die sind nicht mehr auf Lager, weil die so beliebt sind. Mhm. Also, Langustenschwand. Ich weiß nicht, wie weit wir schon sind. Sicherlich nicht mal bei der Hälfte, war. Alter, nee. Aber Englisch Languste heißt Rock Lobster. Das ist ja auch ein geiler Name schon. Ja, und ein geiler Song auch. Rock Lobster. Kenn ich nicht, nee. Von? Oh, das ist ein Banger. Ich weiß nicht, wie die Band heißt, aber es ist ein richtig geiler Sollen wir den mal kurz einsingen? Weil wir müssen Zeit rumkriegen. Ja. Rock. Ich hab, ehrlich gesagt, keine Lust mehr. Du kannst ja jederzeit gehen. Nee, dann verlieren wir hier die eine Stimme der Vernunft. Ach so. Ich kann ja mal aus dem Song zitieren, Moment. Rock Lobster Tale, Wildfang Karibik geschält, entdarmt und vorgegart. Wow. 21,90. Das ist ja hier wirklich. Ja, ich zitiere aus Rock Lobster von The B-52s. We are at the beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock. And then they saw a rock. But it wasn't a rock. It was a rock lobster. Rock Lobster! Okay. Geiler Song. Mhm. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja, super. Auch aus Family Guy bekannt. Als Peter Griffin auf der Gitarre Rock Lobster spielt, um irgendwen aufzumuntern. Cleveland, glaube ich, war's. Ja, der gute alte Rock Lobster, ne? Das ist ein ziemlich cooler Name. Ist ein cooler Song, muss ich zugeben. Da haben die Langusten einen Punkt mehr. Guck mal, da gibt es sogar eine Magic-Karte von. Ist, glaube ich, nicht eine echte, aber ist egal. Oder? Doch, warte mal. Rock Lobster. Natürlich. Ist gibt's, ja, die ist aber echt. Aber der hat Scheren. Die ist echt, das ist nämlich, guck, Rock Lobster, stimmt. Scissors Lizard, ja, und dann gibt's noch, Schere, Stein, Papier halt, Paper Lion gibt's noch. Sherry Lady. Da ist nämlich der Rock Lobster, wobei der halt hier halt Scheren, ne? Die Frage ist, welcher Song hat mehr Streams, Rock Lobster oder Timon und Pumba? Das schaue ich mal bei Spotify an. Ja, das ist Wissenschaftlichkeit, die wir brauchen. Quantität brauchen wir. Ich finde, daran können wir es auch festmachen. Ja, finde ich auch. Guck mal, hier ist ein Rock Lobster mit. Ein Rock Lobster mit The Rock ins Gesicht. Das ist doch einfach nur großartig. Ja. Ich denke, hier sind wir einer heißen Sache auf der Spur. Ah, diese riesen Scheren sind natürlich auch beeindruckend, ne? Also das sind halt dann nicht die richtigen, aber... Sind nicht die wir heute meinen hier. Sind nicht die wir den meinen, aber das ist schon... Das würde ich echt hier... Noch ein cooler Fakt für Langusten sind, dass sie auch die Ritterkrebse genannt werden. Mhm. Das ist schon cool. Ja. Also wie gesagt, ich habe noch einen ganz wichtigen auf Lager. Wenn es um die Entscheidung geht, würde ich den zu guter Letzt dann noch als letztes Argument bringen. Okay. Ja, Jesse, du bist ja auch Team Mangusten, aber so ganz verstehe ich noch nicht, warum. Weil die cute sind, oder? Ja, sind halt kleine Raubkatzen. Das reicht für mich, um sich da in mein Herz zu fressen. Aber ist das so ein Prinzip-Ding Katze? Wobei ich finde gar nicht Erdmännchen, ja? Die sehen gar nicht so katzig aus, oder? Die ganzen... Ich finde halt auch so Fische und krebsartige Tiere eher langweilig. Wenn ich mir da vorstelle, dass so ein kleines Raubtier dann so durch die, das heißt, sich da rumpirscht und da rausspringt und sonst was und irgendwie so Käfer ganz witzig gegen eine Wand wirft. Ja. Finde ich schon cooler als so ein Krebsteil. Hm. Wie süß die auch sind. Also Mangusten. Millionenmal mehr als Langusten, muss man sagen. Bei Niedlichkeit würden die gewinnen. Von Süßigkeit kannst du ja nichts kaufen.
Das ist doch, also... Ich weiß, dass Imbe von meiner Seite wäre, denn der ist ja ein Riesenfan von Quarkas. Wir sind ja nicht weit entfernt von Mangusten. Ich glaube, bei Quarkas ist das Hauptmerkmal, dass die halt so grinsen. Die so aussehen wie Lars Klingbeil, sind das die? Ich glaube schon, ja. Sogar 1:1. Jetzt gehen wir auch langsam die Fakten aus. Wie viele Minuten? Solfang kann auch ruhig mal so eine Qualitätsminute genießen. Ja, jetzt. Wie weit sind wir denn schon minutenmäßig fortgeschritten? Hälfte vielleicht. Ja. Echt? Aber ich würde fast sagen, dass ich mit den Mangusten mehr Fakten aufgezählt habe, als ihr mit Langusten. Naja, Herr Hodes hat ja noch einen richtig dicken in der Röhre. Ja. Warte mal ab, wenn das Geschoss losgefeuert wird. Du. Hoi. Ich sehe gerade noch, jetzt mal abseits von den beiden Tieren, das furchtloseste Tier der Welt ist der Honigdachs. Doch, das weiß ich, aber der greift irgendwie ganz riesige Viecher alleine an und ja. Da kennt der nichts. Witzig. Der Honey Badger. Hätte für mich noch mehr gewonnen als Langusten und Mangusten gemeinsam. Guck mal, es gibt doch hier sogar so ein geiles Pokémon. Dwebbel. Das kenne ich nicht, das ist so ein neueres. Das hat nämlich keine Scheren, das ist ziemlich sicher Langusten. Ich weiß nicht, dass es Scheren sind. Das sind doch keine Scheren. Das sind so Stacheldinger. Okay. Ich weiß nicht, wie es... Oder hier, guck mal, was ist mit Parasek? Ist das nicht auch so ein bisschen... Nee, das ist eher so ein Insekt mehr. Ich meine, weißt du, da könnten wir jetzt so einfach mal die Pokémon gegeneinander antreten lassen. Und dann wissen wir ja, wie der Hase läuft. Ich habe eine N64 zu Hause. Ich kann ja mal so einen Kampf simulieren zwischen den beiden. Ja, besser ist es. Aber wer wäre dann das Erdmännchen-Pokémon quasi? Schwierig, ne? Doch, Bisenior. Bisenior? Bisenior. Ist das dieses Blaue? Nee. Bisenior? Das ist das hier. Ah, das Vieh. Naja, aber das ist eher Eichhörnchen, oder? Weiß ich nicht. Also sieht er jetzt irgendwie am ähnlichsten von meinem... Gibt doch ein Erdmännchen-Pokémon? Ich weiß gerade nicht. Ich google mal eben. Es gibt auch Yahoo und... Bing. Schwanzschmetterer. Ich glaube, Erdmännchen haben doch nur so ganz kleine Schwänze. Ich habe schon vergessen, was ich googeln würde. Ah ja, genau. Wie Senior gegen Parasek? Oder wie Senior noch krasser gegen... Fact. Mangusten, Familien, wenn die aufeinandertreffen und sich angreifen, dann sterben die bis in den Tod. Da sterben ein bisschen in den Tod rein. Ja, sie kennen die nicht, ey. Keine halben Sachen. Ja, die kämpfen nicht in den Tod, das ist echt. Also, ja, sorry. Es gibt wohl noch Kukmarda. Oh ja, doch, das ja, finde ich eher. Aber das kenne ich nicht. Und die Vorentwicklung wahrscheinlich ist dann Nagelotz. Oh. Da bin ich mal, jetzt, dass die Entwicklung voneinander sind. Nagelotz ist oder? Für mich jetzt schon wieder ein Argument für Tino, muss ich sagen. Mhm. Beziehungsweise für Tino und Jesse. Es gibt Zebra-Mangusten, auch voll süß. Sind so gestreift. Hm. Aber so alienmäßige Viecher sind halt schon geil. Wenn so ein riesiges Erdmännchen ankommt, wie hier, ne? Da wird's halt gekuschelt. Ja, das ist süß. Guck, wenn so eine riesige Languste ankommt, da scheißen sich die Leute ein. Da ist Angst. Und deswegen ist schon cool. Ich will ja cool sein. Ich will ja von meinen Jungs nicht gemobbt werden, weil ich hier so ein kuscheliges Erdmännchen mag. Weißt du? Ich auch. Ich mag die niedlichen Tiere. Und Langusten, ja, ich hab nichts gegen die, aber die stinken halt einfach ab gegen Langusten. Ja, aber gibt's hier auch so witzige Memes? Was hast du hier für witzige Memes? Languste steht da, mit einem Bild von einer Languste. Jetzt eine Languste. Irgendwie angesiedelt, habe ich den Eindruck. Ja. Ja. Aber langgezogen und dann ja. Ist es eine Languste. Komm, wir gucken jetzt noch nach Memes der jeweiligen Tiere. Ja, es gibt noch Mangusten-Memes. Oh? A Mongoose or something, I don't know, I've never played the game. Mhm. Ja. Das ist genauso lustig. Ja. Okay. Erdmännchen-Meme. Ja, okay. Webseite ist nicht verfügbar, weil ich habe wieder einen Punkt statt einem Leerzeichen gemacht. Hier sind keine guten Memes dabei. Guck mal hier, zack. What part of Do Not Disturb do you not understand? Und dann... Das ist ein Erdmännchen. Ja, es ist schon... Es ist schon süß, aber guck dir so diese toten Augen mal an. Was für tot? Naja, da ist halt... Du, bei einem Menschen siehst du halt wenigstens da so eine Iris. Die haben ja immer nur so Knöpfe. Das ist gefährlich. Ja, mehr brauchen die auch nicht. Ja, die sind schon cute, muss ich sagen. Lustige Wackelkarte.
Und mit der Brille auf, guck mal. Mhm. Als Fußmatte. Erdmännchen-Fußmatte. Gibt's denn Lagusten mit Brillen? Ich glaube nicht. Erst wenn man den Brillen aufsetzt. Ja, weißt du, Cuteness ist so, das ist einfach mir zu billig. Das ist so das Einfachste, was du machen kannst. Haha, guck mal hier, wir geben den Erdmännchen irgendwelche kleinen Instrumente in die Hand und sowas. Nee, hier, das ist mir zu easy. Das Alan-Meme, ist auch mit Mangusten. Da ist das doch, nee. Alan, hey, Alan! Nee, das ist doch irgendwie so ein Biber-Hamster irgendwas. Wurde hier als Manguste angezeigt. Nee, das ist doch was anderes, oder? Bin mir ziemlich sicher. Ja. Dieses Tier, was da so... Nee, oder? Das hatte David mal nachsynchronisiert mit Ines zusammen, als sein Kanal noch sehr jung war und es kam nicht gut an. Warum nicht? Naja, weil es halt was ganz anderes war. Das ist ein Murmeltier, das habe ich nicht ganz das klar. Ah, ein Murmeltier, siehst du? Und täglich grüßt die Manguste. Ich habe mich vergoogelt. Guck mal, das Vieh steht da wie Negan bei The Walking Dead, so nach hinten gebogen. Ganz komisch arrogant, das Vieh. Ja, ich weiß es nicht. Mythos sprechende Manguste. Mhm. Und hier liegt's da wie Otto. Mhm. Hier, der fabelhafte Geff. Der fabelhafte Geff, okay. Das Mythos sprechende Manguste. Das wird ja zum Nostrafo-Universum. Ja, geworden. Mach mal einen Screenshot und poste mal. Das ist schon ziemlich gut, so, muss ich sagen. Da kann ich vieles in Sympathien gewinnen. Ja, das war gerade uff. Guck. Eine angebliche Menschensprache redende Manguste sorgt in den 1930er Jahren bei britischen Boulevardblättern für Aufruhr. Krass. In Neu-Delhi. So, pass mal auf, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt, während wir hier noch 20 Minuten laufen, einen Poll machen in der Oase. In dem so. Und dann werden wir mal schauen, was das Volk sagt. Languste. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr besser findet. Manguste oder Languste? Languste Gesicht. Vielleicht sollte man da auch mal. Weil die Viecher punkten ja hier mit ihren süßen Gesichtern. Aber guck mal, die Languste, die kann doch auch was. Kann auch lächeln. Mhm. Oh, das ist eklig. Bitte nett. Die gute alte Languste. Ja, weißt du, niedlich, das ist wirklich nicht Lobster. Langusten können sogar Kobras erledigen. Das ist krass. Ja, die können einiges. Das ist okay. Ich sag ja nichts dagegen, aber ich weiß es nicht. Guck doch mal, das sieht halt aus wie so ein perfektes Wesen einfach. Weißt du, wenn du auch sagst, sie wären bis 100 Jahre alt und so, die sehen einfach aus wie Wesen. Ja, ein bisschen mystisch. Die haben vielleicht das Leben verstanden, sind einfach cool. Vielleicht ein bisschen mystischer, das stimmt schon. Wie kommen die Manguste ans Ei? Weil die klauen auch Eier, offensichtlich. Hm. Warum gebären Mangusten alle am selben Tag? Das ist eine Frage, die sich National Geographic fragt. Mhm. Die schlanken kleinen Raubtiere weisen ein paar spannende Eigenheiten auf, zum Beispiel männliche Kindermädchen. Mhm. Männliche Kindermädchen. Achso, okay. Es gibt sogar ein Buch über Mangusten. Und zwar Rikki Tikki Tavi. Klingt auf jeden Fall richtig schlau. Mhm. Nicht nach RTL 2 Nachmittagsprogramm. Das ist ein sehr altes Buch aus 1894, geschrieben von Rudyard Kipling. RTL 2 Nachmittagsprogramm, okay. Nein, ein Buch. So, ich werde jetzt hier einen Poll erstellen. Und das ist hier überhaupt nicht biased passiert. Was ist cooler? Hier geht es ja definitiv um Coolness, oder? Was ist der Maßstab der Dinge, den wir hier eigentlich anlegen? Gut. Gut. Mhm. Was ist gut? Ja. Was ist guter? Also besser hätte ich... Naja. Ich schreibe jetzt, was ist besser. Hast deinen Willen, ist okay. Languste oder Manguste? Ihr könnt natürlich als Maßstab auch nehmen, wer überlebt länger unter Wasser. Nee. Also es gibt dann wasserangepasste Mangusten. Die können da zwar nicht wahrscheinlich drunter atmen, aber... Ne? Aber... Das ist auch deren Lebensraum quasi. Ah ja, die schwimmen dann durch die Gegend. Exakt. Okay. Weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt.
Na, wie, inwiefern denn sonst an was, dass sie das trinken oder was? Und am größten sind auch Special Snowflakes. Ein Wissenschaftler, der die schon seit 23 Jahren studiert, sagt, er findet sie gerade deshalb so interessant, weil man sich darauf verlassen könne, dass sie alles falsch machen und damit gängige Meinungen über Tierverhalten widerlegen. Okay, deine Viecher jetzt? Ja. Die machen alles falsch und das nimmst du ja als Pro-Argument. Also in Anführungsstrichen alles falsch. Es gibt Erwartungen an sie, die sie nicht erfüllen, weil sie ihren eigenen Willen haben. Mhm. Heißt, sie bringen Müll immer nicht runter und zweiten den Spüler aus. Ja, ja, gehen fremd. Das sind wirklich gute Tiere. Man kann sie einfach nicht einfangen. Also hier steht, dass Mangusten ein relativ großes Gehirn haben. Mhm. Mangusten. Ich würde es auch nicht wundern, wenn Langusten gar keine. Naja, aber haben. Guck mal, relativ ist ja auch relativ in dem Fall, ne? Hm. Und eigentlich auch immer, weil die haben einen sehr kleinen Schädel. Und innerhalb dieses kleinen Schädels ist halt ein verhältnismäßig großes Gehirn drin. Also eine Sache, die mich an der Languste besonders aufregt, egal was man googelt, kommt immer erst Homer. Ja, weil das die Underdogs sind, weißt du? Wenn du jetzt Katze googelst, kommt natürlich Katze, aber wenn du jetzt irgendwie... Languste googelst, kommt Languste. Ja, aber weil die halt zu bekannt sind. Und bei Mangusten ist wohl auch so bei Weibchen, dass die wohl zeitgleich ihre Jungen zur Welt bringen. Zeitgleich wie jetzt? Mit was zeitgleich? Ihre Kinder, wenn 12 Mangustenweibchen in einem unterirdischen Bau alle mehr oder minder zeitgleich ihre Jungen zur Welt bringen. Ja, wie sowas. Jedenfalls. Da ist es wie, wenn Menschen Frauen gleichzeitig ihre Tage kriegen. Also quasi. Die sind ja krank. Langusten können aus Blutzellen einfach Gehirnzellen wachsen lassen, nach Bedarf. Aha. Weil sie es brauchen. Das ist übrigens. Na, aber nice. Stell dir mal vor, wir könnten dieses Skill abzapfen. Oh, Moment, auch Menschen sind dazu in der Lage. Oh. Stell dir mal vor, wir müssen das gar nicht abzapfen. Aber nur mit Hilfe von Stammzellen. Ah, siehst du? Guck mal an. Ja. Aber das meine ich, das sind so mystische Tiere, die so ein paar Skills haben, die wir unbedingt bräuchten. Du hast halt einfach ein paar süße Katzen, die eine Schlange töten können. Die töten Schlangen, die haben auch Tiere zum Aussterben gebracht. Das sind richtige Badasses. Mhm. Die sozial sind, auf sich aufpassen. Die ihre Artensterben findest du also gut, ja? Nee, aber es ist halt krass. Ist halt krass. Mhm. Und sie verteidigen auch ihre Sippe und ihren Wohnort echt bis zum Tod. Mhm. Die haben Stolz und Ehre. Das findest du gut, ja? Ja, genau. Immer die gleichen hier gegen die von außen verteidigen. Das ist bei Tieren ja voll okay, finde ich. Mhm. Ja, man muss bekommen Nachwuchs gleichzeitig. Das ist schon richtig cool, wie sie sich angepasst haben, wie sozial die eigentlich sind. Also die Languste hat einen Klumpen im Kopf, die hat die sogenannte Nische, da zieht es die Blutzellen hin und zu irgendeinem Zeitpunkt sind da Hunderte. Und die können dann so zum Denken genutzt werden. Das ist schon eine Fähigkeit. Verstehe ich nicht ganz, aber ich wette, das sind auch so Tiere, die, wo du einfach schlagst irgendwie den halben Schwanz ab und der lebt einfach weiter. Oder? Müssen wir mal gucken. Also, der Manguste haust in zwei Zehen ab oder so und das ist unbrauchbar. Was du auf jeden Fall sagen kannst, die Viecher müssen sich immer häuten. Das heißt, wenn du die irgendwie verletzt, dann wird das bestimmt sukzessive dann wieder verheilt und ist dann irgendwann nicht mehr sichtbar. Mhm. Ja, das ist schon krass. Also ich habe jetzt echt alles rausgekramt, was man rauskramen kann. Ja, da wird es langsam dünn. Und jetzt hat der Rodes noch einen Hammer. Ja. Kommt nämlich der absolute Hammer, denn... Ja. Neben Goldfischen und Forellen, Bienen, Schildkröten, Schwalben und Tauben können Langusten ultraviolettes Licht wahrnehmen. Mhm. Das können wir nicht. Nice. Das stimmt. Müssen wir ja auch gar nicht. Die haben ein absolut weites Sichtfeld, weißt du's? Vielleicht wird ja Krebs von irgendwelchen Ultraviolettlichtwesen übertragen und deshalb kriegen wir das. Glaube ich. Ja, schön, dass du das nicht glaubst. Das steht dir absolut frei, Tino, mir das zu glauben, aber es ist einfach so. Es ist ein schöner Pluspunkt, aber es reicht nicht aus. Für mich nicht. Wenn jetzt in dem Raum hier eine Languste steht und hier eine Manguste, wo würdest du hinlaufen? Wo würdest du hingehen und streicheln? Ich finde das ganz abartig, dass jetzt wieder die Süßkarte spielt. Ja, das ist tendenziös. Genau. Nee, aber an sich der Welches Tier würdest du eher als Gott vergöttern? Auch die Manguste. Ja. Natürlich. Nein. Was würdest du eher als Staatsflagge von Tristan da Cunha nehmen? Würde ich auch Mangusten, wenn ich könnte. Ja, wirst du dort abgeschlachtet, das wäre nämlich Fahnenschänderei. Ja, wenn hier eine Manguste und eine Languste stehen würde, ja, wo würdest du eher hingehen? Wovor hättest du ein bisschen mehr Angst? Ich würde zu dem süßeren Tier hingehen. Ja. Ja, ich aber auch. Es geht ja nicht um süßer. Ja, es geht um besser. Ja, aber es geht um ihre Anwesenheit. Was würde dir denn Angst machen, was würde dir nicht Angst machen? Also ich sag's jetzt mal so gesehen, ja, wir würden jetzt hier versuchen, ein virales Video zu erstellen. Mhm. Wir sitzen hier auf dem Sofa und sagen, hey Johnny, bring mal den Ball rüber und dann schwenkst du da rüber und dann kommt dann so eine 1 Meter lange Krabbe da an und schießt einen Ball hier rüber.
Das wäre krasser für die Leute zu sehen. Das würde eher viral gehen, als wenn da ein Erdmännchen stehen würde. Also das gibt's ja nicht. Wie, das gibt's nicht? Das ist ja voll konstruiert. Das ist so eine lange Tor. Nicht ein Tor schießt, einfach nur, dass halt da so eine Languste ist und der Ball hier so von der her gestoßen. Gar nicht. Doch. Okay, ich weiß nicht, ob ihr gerade auf meinen Computer geguckt habt, aber nee. ich würd ganz gerne mal ein bisschen Zeit zu schinden. Ihr wisst ja, dass die Languste unter anderem das Wappentier von Tristan da Cunha ist. Ja. Wo könnte das denn liegen? Tristan da Cunha. Cunha, ne? Oder? Mhm. C-U-N-H-A. Mhm. Baden-Württemberg. Nee, da Cunha. Ja, Mittelmeerraum, sage ich jetzt einfach Pazifik, mal. Pazifik, irgendwie sowas. Ich zoome mal sukzessive raus. ist so eine übelst scheißig kleine Vulkaninsel. Ah, die ist einfach mitten im Nichts, wa? Die ist nämlich mitten im Nichts. Alter. Zwischen Afrika und... Ja, irgendwo am Arsch der Welt, Alter. Aber ist das ein eigenes Land oder gehören die zu wem? Ah, da fragst mich was. Du hast ja, glaube ich, nur Staatswappen, aber es kann ja irgendwie so noch auch wieder ein Teil von Dänemark sein oder sowas. Ja, das ist eigentlich nur ein Vulkan, der irgendwann zu einer Insel wurde, schätze ich. Ja, da hau doch mal Wiki halt raus. Ist doch geil. Großbritannien. Edinburgh of the Seven Seas ist da unter anderem. Deswegen ist das auch auf der Flagge drauf. Ah. Die britische Flagge. Stimmt, die war oben. Das hätte ich natürlich jetzt ein paar Sekunden zurückdenken müssen, da hätte ich das... Und wie viele Leute wohnen denn da? Wie viele Leute sind so klug? Steht doch da irgendwo. Fläche 207 Quadratkilometer. So, guck mal, 243 Einwohner. Aber ich denke noch viel, viel mehr Langusten. Ja. Deutlich weniger Mangusten. Ja, dort vielleicht. Ja, also Tristan da Cunha, da würde ich auf jeden Fall mal hinwollen. Wie kommt man da überhaupt hin? Gar nicht. Ich sehe nämlich da keinen Flughafen. Naja, wahrscheinlich musst du zu irgendeiner anderen Insel fliegen, die auch dann wieder 3 Milliarden Kilometer entfernt ist. Und dann mit dem Boot rüber. Aber die wissen wenigstens, wie der Hase läuft, wie die Languste schwimmt. Mhm. Geile Leute. Von mir aus. Hat auch seine Vorteile, eine Languste zu sein. Haben deine Erdmännchen, haben die eine kleine Insel mitten im Nirgendwo, die... Die waren die so feiern? Nützlich, dass die Menschen, die mitgenommen haben nach Europa, die haben sich ausgebreitet auf der Welt. Okay. In Kroatien und Italien zum Beispiel. Mhm. Wo sie dann Ratten fangen sollten, aber nicht gemacht haben, weil die lassen, die geben Fick auf irgendwelche Autoritäten, sondern fressen lieber Vögel und Reptilien. Das sind Punks, ja, sagst du jetzt. Also richtige Punks. Mhm. Absolut. Punkgusten. Während Langusten sehr langweilig sind. Das ist meine Meinung. Und eklig, wie gesagt. Aber ultraviolettes Licht, kann man das irgendwie abusen? Kann man das? Ist ja kein Schwarzlicht, ist ja nicht ultraviolettes Licht. Wo kommt denn das zum Einsatz? Zum Einsatz? UV, das ist unter anderem das, was die Sonne abstrahlt. Naja, ja. Sie könnten zum Beispiel dann gucken, oh, das Licht trifft auf deine Haut, nicht genau. So lange machen. Ja, sowas meine ich zum Beispiel. Wenn also, du so eine Languste bei dir hast... Aber wenn die Sonne auf dich drauf scheint, ist davon auszugehen, dass da auch ultraviolettes Licht dabei ist. Ja, also, ja, aber jetzt pass mal auf. Das ist ja nicht immer gleich. Also es hat ja nicht... Die Wärme ist ja nicht das gleiche, wie viel UV du bekommst. Aber schon die Helligkeit. Jein. Ist von SpongeBob, der Bademeister, auch die auch eine Languste? Würde ja wiederum passen. Der Bademeister. Larry Lobster. Warte kurz, das probiere ich. Larry von SpongeBob. Ja. Das wäre natürlich echt ein Punkt. Das wäre jetzt wirklich bahnbrechend. Also das würde die ganze Diskussion nochmal umkippen. Nicht. Ich glaube aber schon. Scheren. Der hat Scheren. Ja, das ist ein Hummer. Okay, das ist ein Hummer. Puh, schade, aber Glück naja. Gehabt. Aber auch die sehen vielleicht ultraviolettes Licht. Hummer. Nee, aber weißt du, hast du einen da und der kann dann immer, der kräht dann immer, wenn du nachjustieren musst mit Sonnencreme oder so. Ja, aber können sie ja nicht kommunizieren. Also eine völlig sinnlose, na doch, wenn die sie mit ihren Fühlern schlagen. Das ist eine völlig sinnlose Eigenschaft. Mangusten können auch sehr gut hören zum Beispiel. Ein richtig gutes Gehör. Können Langusten überhaupt hören? Bei der Frage. Wozu? Die sind unter Wasser. Aber die können verdammt gut riechen. Die können Viren erriechen, die können Partner erriechen, die können Nahrung erriechen und die können sogar erriechen die Rangfolge. Erriechen können Mangusten auch. Aber die Rangfolge? Die legen sie anders fest, nicht durch Geruch. Ah, es wird durch Alter festgelegt. Weil sie es nicht können. Die Jungen vertreiben manchmal die Älteren. Das ist fies. Das ist der Lauf der Dinge. Sowas würden Langusten nicht machen, die würden nur vertreiben, wenn jemand ein Virus hat. Das ist der Lauf der Dinge. Ja, ist es. Aber bei meinem ist es sinnvoll. Bei deinem ist es einfach nur asozial. Langusten nicht mal selektiv asozial, sondern einfach inhärent asozial. Langusten werden ja auch übelst alt. Ja, so. 100. Was meint ihr denn, in welchem Team Sofeng eigentlich ist, der das hier sich gewünscht hat? Der war Languste, glaube ich. Ich glaube, der schließt uns dann an, oder? Meinst du? Dann müssen wir ja wirklich eine finale
Ich dachte, er meinte irgendwie hoffentlich ist Robin Team Langusto, oder habe ich gelesen. Echt? Na, bitteschön. Also glaube ich, kannst du mal nachprüfen, nicht, dass ich jetzt hier Bullshit erzähle. Ich habe mich da eigentlich nur reinbegeben, weil ich wollte, dass das hier ausgeglichen ist. Ich auch. Ich bin für Mangusten. Echt? Hey, klar, die sind doch viel, viel süßer. Oh. Der ganze Podcast hier. Eine Languste ist doch voll räudig. Ich verstehe die Frage nicht. Naja, es geht ja um besser und cooler und so. Nicht süßer. Genau, Solfang Schrub, Langusten können halt 100 Jahre alt werden und die rotten keine Tierarten aus. Klarer Sieg für die Languste. Siehst du? Sagt er. Solfang ist halt nämlich ein ordentlicher Veganer, John, nicht so wie du. Aber John kann, oder wer war das denn? Eine Person schrieb danach, da, genau, John, nee, wer ist hier? Ibims 1, doch, John ist das. Sagte, daran ist der Mensch schuld, nicht die Manguste, dass die Tiere ausgerottet haben. Hm. Da hat der Mensch nämlich eingegriffen. So, das war das, worauf ich mich auch festlegen will. Vielleicht sollte der Mensch mal eingreifen und die Manguste ausrotten. Die Languste vielleicht zuerst. Brauchst du keine. Da ist er doch dran. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Lecker. Außerdem braucht er ja so lange, die leben 100 Jahre und die sind versteckt und im Marianengraben sind bestimmt noch 30 Meter große Langusten drin. Nom, wenn wir den mal anfangen zu erkunden. Und 30 Meter lange Plastiktüten. Auch. Ja. Das sind die krassesten. Diese direkt dran. Von der Rolle, ne? Ja. Einfach so von der Rolle reingeschmissen. Die Monster-Plastiktüte. Das ist dann Makroplastik. Aber legen wir jetzt auf Mangustes, der große Winner? Nein. Moment. Finde ich nicht. Warum? Begründe. Also, pass auf. Wir haben größer Languste, ja? Süßer Manguste. Wichtig. Ja, das ist wichtig. Schwerer Languste. Ist nicht wichtig. Es ist eine Sache. Asozialer, finde ich, ist ein Punkt für die Languste, weil das ist witzig, ist cool. Ja, diese selektive Asozialität, ja. UV-Strahlung wahrnehmen, ist auch schon ziemlich cool. Ja, Languste, 4-1 bis jetzt. Aber die können schreinern. Die können schreinern, die Erdmännchen. Das die, ist können, die können, die machen hier Schaukämpfe mit hier. Das würde ich unter Schreinern verbuchen. Ja. Okay. Die rotten Tiere aus, von mir aus gebe ich denen den Punkt. Mhm. Mhm. Sind immun gegen Gift, haben wir 4-4 Grad. Würde ich eher als Gott vergöttern, ist wiederum Languste. Werden als Gott vergöttert. Aber die sind doch, Tristan de la Carlo sind die doch hier auf der Flagge drauf. Tristan, 6-5. Hier, der eine Punkt, dass du sagst, du willst die vergöttern, ist aber sehr subjektiv. Nein, ich finde, das ist, also wenn man, 100 Leute haben wir gefragt. Hast du aber nicht. Naja, würden wir fragen. Die Menschheit gefragt und Mangusten wurden von Ägyptern. Ein 100 Jahre altes Unterwassertier ist doch viel erhabener als so ein kleiner Ratz. Das sagst Ratz, du jetzt, Fratz. Aber die Menschheit sagt, die Ägypter sagen das, die Buddhisten sagen das, die Indischen, die Inder sagen das. Sind alles Ausländer. Ja, fair. Okay, kriegst einen Punkt trotzdem, Tino. Ja, 6-6. So. So. Und? Weiter? Da hört's bei dir nämlich auf, pass mal auf. Überlegen. Die Langusten, die haben einen fetten Panzer. Es gibt Panzer, die benannt sind nach Mangusten. Okay, 7-7. Welche denn? Na, der Mungo. Mangos heißen die oder sowas. Mungo. Mangos. Stimmt, es gibt Mango, die Frucht. Würde ich der Manguste auch zugute halten. 7-7. Aber es gibt Langosch, das würde ich wieder den Langosch zugute halten. Ja, Dumbledore hier. 8-8. Punkte für Gryffindor, das ist auch irgendwie kaum. 8-8, doch, ja, fair. Die schlagen mit ihren Ruten, die gleichzeitig ihre Pimmel sind oder sowas. Irgendwie und sowas. Gleichzeitig ihre Beine. Die hauen harte Insekten vor die Wand, bis sie aufbrechen. Ja, okay. Die haben vagina-ähnliche Kammern zwischen den Beinen. Ja. Die machen normalen Sex. 10-10, okay. Okay, für die Langusten Rock Lobster, der Song ist schon geil. Ja, okay. 11-10. Aber Timon und Pumba von 11-11, ja. Eigentlich Musiker. Es ist wirklich schwierig. Hatten wir die schon, dass Mangusten gut für den Menschen nützlich sind? Ist doch, es ist indem beides. Sie Plagen bekämpfen? Ja, aber okay, aber welche Plagen, die anderen welche essen die es auch nützlich. Okay. Aber die essen wir auch in Afrika. Naja, können wir mal Afrika ausblenden, ja. Wie sonst auch. Das kann man nicht, da kommen die einfach her, die Mangusten. Nein, es Mist. Gibt auch hier, die auch in europäisch heimisch sind, habe ich gelesen. Ah ja. Na, meinst die du, eine Sorte, die europäischen Ausländer vor Mangusten schützen? Die Mangusten wurden reingeführt nach Europa. Das sind Afrikaner eigentlich. Und da. Ja, das ist ja. Sagt, ja, das ist ein paar Minuten alt. Ja. 80%. Ja, 5 Votes jetzt. Entspann dich. Aber ja. Ich habe noch nicht gewotet. Du? Ich auch noch nicht. Okay. Ich bin mal gespannt, was du machst. Was du votest. Ich weiß es schon, was ich vote. Ich weiß es noch nicht. Also, ich finde es sehr ausgeglichen hier. Und ich fände es wirklich frech, wenn die nur wegen, aha, die sind süß, gewinnen würden. Nein, ist aber ein großer Punkt.
Es ist ein großer Punkt. Aber findest du, das ist nicht, das ist doch genau, was falsch läuft beim menschlichen Umgang mit der Tierwelt, weißt du? Den Hund, nee, den essen wir nicht, weil der ist ja süß und zutraulich. Die Kuh, ja, das ist so ein klobiger Haufen Fleisch, den können wir ruhig abschlachten. Ist das ist falsch, grundlegend ja, falsch, was ja, hier läuft. Ja, aber Scheinchen sind ja auch süß und werden gefressen. Na, finde ich halt nicht, dass die süß sind. Klar sind die süß, Scheinchen. Nee, ja, kleine Schweine vielleicht noch ein bisschen. Aber so ein großes, fettes Schwein, ist doch nicht süß. Ja, doch, schon. Nee. Machen so oink, oink, oink. Oink, und oink, fressen oink. Alles. Sind nicht so mäglich. Nee, ich weiß es nicht. Zum Beispiel eine Giraffe ist super geil. Ist eine super einzigartige die ist Tierart. Cool. Ja. Die ist aber nicht süß, weißt du? Doch auch. Nee. Ja, die haben natürlich so Augen und so und so Wimpern dran. Augen. Die Langust hat allerdings auch so eine Art Augen. Ja. Also, Punkt. Mangust hat auch Augen. Mist. Die normalen Augen. Was ist normal, Tino? Was ist normal? Was ist bitte normal? Mein Auge ist normal. Ich drehe am Rad. Sicher? Ja. Naja, ich sag mal so, bist du wirklich Team Manguste? Ich bin noch völlig offen, weil ich dein Argument von wegen ein Tier, das in seiner, also das so, weiß ich nicht, du sagst so ein OZ-Krebs auch ein Stück weit, weißt du, so. Irgendwas Erhabenes hat das. Die Quintessenz des Seins. Ja, es ist und so. Und das ist halt putzig. Wenn Sokrates ein Tier wäre, wäre das eine Languste. Und wenn, wieso wäre Sokrates? Wenn Bibi Blocksberg ein Tier wäre, wäre das eine Manguste. Das ist doch, so ein weißt du? Blocksberg, nein. Doch. Die ist vor allem auf Hunden, und Sokrates nicht. Bist sicher. Das ist ein Katzenwesen. Und Katzen sind die besten Tiere, die es gibt. Nee, das ist ein Bias, den du da hast. Nee, ist kein Bias. Ich hatte Hunde und Katzen. Und hatte auch Vögel zu Hause. Und ich fand immer Katzen am besten. Also wenn die Zeit um ist, würde ich euch beide einfach schnick, schnack, schnuck machen lassen. Ja, okay. Das finde ich am fairsten. Weiß gar nicht, wie lange wir noch haben. Reicht auch an dieser Stelle. Ich meine, es ist nur Sulfeng. Es ist immerhin Soulfang. Der musste ja nicht mehr lange auf den Podcast warten, von daher. Ich war auf My Chemical Romance Konzert mit Soulfang. Es war ein toller Abend. Okay. Und mit Heinrich, war schön. Okay, also pass auf, wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Denk aber dran, Brunnen. Dass Männer immer zuerst die Schere nehmen. Die Schere... Frauen nehmen immer zuerst Papier. Nee, das ist Quatsch. Die Schere ist objektiv das Schwächste von allen. Mhm. Weil Leute faul sind und den Stein immer nehmen. Ja, deshalb ist Papier am sinnvollsten. Ja. Aber deshalb nehmen ja Frauen meistens Papier. Das ist gerade voll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war mein Ziel. Ohne Brunnen. Schere, Stein, Papier. Das war so klar. Schere, Stein, Papier. Nein! Stein und schlägt Schere. Manguste ist das beste Tier der Welt. Können wir jetzt so festhalten. Das ist. Ja, stimmt. Doch. Resümee. Gäbe es eine ultimative Chartshow der Tiere, wäre jetzt Oliver Geissen würde jetzt sagen: Und jetzt kommt die Nummer 1, viel Spaß. Und dann würde ich ins Bild reinfahren und würde sagen: Die vaginaartigen Kammern sind selektiv asozial. Vaginaartige Kammern? Was verstehe ich mir? Also, wann hört eine Vagina auf und wann fängt eine Kammer an? Ich finde das gerade vor Gericht wichtig, wenn es um Vergewaltigung ja. Ich war nur in der Kammer, nicht in der Vagina. Nein, also jetzt wirklich. Eine Vagina ist ja quasi eine Scheide, also was eher und vor allem warst du mit deinem Penis drin oder mit deinem Hinterbein? Das ist ja auch immer relevant vor dem Recht, ja. Also ist die Frage quasi, ab dem Punkt, wo es quasi vom Quader zum... Wie heißt es? Würfel übergeht, sozusagen. Dann ist es nur noch vaginaartig, weil es halt nicht mehr länglich ist, oder wie? Keine Ahnung. Das sind relevante Fragen. Ich würde sagen, im nächsten Stream kaufen wir uns mal eine Languste und schauen uns die mal so gynäkologisch so von unten an und gucken. Schneiden wir auf so einen Stuhl. Na. Ja, ja. Gute Idee. Mit dem Spekulum und dann geht's los. Und dann wird die Frage ja einmal geklärt. Ja, schöner Hörerwunsch. Ja, ganz toll, wirklich. Der nächste wird tatsächlich wieder richtig gut. Denn da hat sich jemand gewünscht, beziehungsweise es war Emily, die sich das aber für ihren Freund gewünscht hat, dass wir alle vergangenen Thumbnails von Brennpunkten uns anschauen und kurz... Alle Fingernägel? Ja. Ich habe die schönsten heute. Nee, du hast noch schöner, oder? Sag mal. Das ist aber schon ein bisschen raus. Ich mag deine mehr. Meine sind auch sehr schön. Da ist ja das ganze Universum drin. Das ist quasi. Mhm. Dass wir uns die angucken und halt kurz was dazu sagen. Okay. Also quasi so ein ganz großer Rückblick. Nur halt und uns erinnern, was da halt gewesen sein könnte. Ja. Ja. Zum Beispiel diese eine Folge mit dem Helikopter, der dann Virus oben drauf hat und du erzählst, dass es nur eine Grippe ist. Ich habe das gesagt. Nee, du hast dein Arzt hätte das gesagt. Also. Ja,
Und das war mein Querdenkerart, den ich dann gewechselt habe. Ach, witzig. Mhm. Oh, okay. Habe ich später dann gesehen. Dann ist ja noch weniger Schuld auf dir. Ja, weil der, es fing ja gerade an, ich meinte, ja, ich will mich wegen Corona erkundigen, nach man sich keine Sorgen, so eine leichte Krippe. Und habe ich dann auf euch Corona-Demos gesehen, wie der mitgelaufen ist. Er meinte auch zu mir, dass ich mich nicht impfen lassen soll. Ach so, okay. Das ist natürlich alles. Mhm. Okay, ich würde sagen, die Streitenden geben sich jetzt nochmal die Hand. Entschuldigung, dass ich auf der anderen Seite war. Wieder vertragen, jetzt hat meine Hand geknackt, du hast mir nicht verziehen. Das war seine mächtige Mangustenhand. Ich verzeihe euch allen, dass ihr beide so diskutiert habt mit mir. Okay. Und so frech zu mir wart. Ja. Es wurde fair entschieden. Sollte in der Wissenschaft immer so passieren. Ja. Schere, Stein, Papier. Ich fand, auf beiden Seiten waren die Argumente gleichwertig. Ja. Das eine hat besondere Augen, das andere hat Augen. Es gibt sogar ein Tier, was nach Adolf Hitler benannt worden ist. Aha. Das dürfen sie nicht umbenennen. Weil es in der Wissenschaft wohl Konsens ist, dass man Tiere nie umbenennen darf. Man muss die immer die Namen behalten, die sie zuerst hatten. Und wie heißt das Tier? Ich würde jetzt vermuten, Adolf Hitler. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein bisschen abge... Ja, es gibt so, ja, glaube ich, Adolfus, Hitlerus oder irgendwie sowas. Okay, Tier. Was Adolf. Ist das für eins? So irgendwas Ekliges auf jeden Fall. Adolf Hitler Tier. Such auch gerade. Anophthalmus Hitleri. Eine, ja. ein Käfer. Oh. Ja, ein roter Käfer. Als neue Art erkannte, benannte der Käfer im Jahr 1937 nach Adolf Hitler. Ja. Ein brauner Käfer namens Hitler. Ha! Der schreibt sich von selbst, okay. Ja. Ja, stark. Wieder was gelernt. Wenn schon die letzte Stunde völlig für Mülleimer war. Du hast gelernt. Ein Adolf Hitler. Also, vielen Dank an Sulfeng für diesen tollen Spaß. Hat Spaß gemacht, dich zu recherchieren. Ich finde, das ist die erste Viertelstunde. Richtig geil war, mit Fakten, Schlagabtausch und so, dann war so ein bisschen die Luft raus. Ja. Und nach einer halben Stunde vielleicht. Ja, manchmal ist es so. Das hört man, glaube ich, schon nicht mehr. Das muss ich ganz schnell rausschneiden. Du kannst doch nicht hier im Podcast den Podcast schlecht reden. Das muss so. Hinterher passieren. Nee, es war großartig. Also ich finde heute die sagt man, die... alles. Ich kann nichts mehr sagen. Ich kann nichts mehr. Nee, die Dynamik war super. Die Dynamik war's. Und die Hydraulik auch. Vielen Dank. Die Grafik nicht so. Nee, das ging gar nicht. Kauft gerne mehr Hörerwünsche. Yes. Thema Wrestling zum Beispiel oder sowas, würde ich mir voll gerne wünschen. Oh ja. Nein, da kann ich ja auch so ein bisschen. Egal, die Musik hört ihr hier? Ja, die ganz schön laut. Voll viel laut. Dead. Dead.